Ein beinahe bitterer Nachgeschmack, oder? Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Beide Einträge wurden aktualisiert. Geralt führt ein Ritual aus, das Vivienne vom Fluch befreite. Sie beschloss, die Welt zu durchreisen, um ihr verbleibendes Leben aufs Äußerste zu genießen. Ohne Guillaume. Guillaume wollte Vivienne überzeugen, dass er nur ihre Bestes im Sinne hatte, doch sie zog ihre Unabhängigkeit vor. Sie und Geralt führten gemeinsam das Ritual aus und hoben den Fluch auf. Es war das Richtige. Gratulation zum Turniersieg, Ritter Geralt von Riva. Die Götter haben das Biest zur Strafe für unsere Sünden. Es war das Richtige. Wir sind in Tradition. Hoch lebe der Sieger! Waffen Geralt von Rivas. Zum Wasserhof, zum Angeben in der Stadt. Unser eigenes Zelt. Was soll ich sagen? Die Aufgabe hat doch einen leicht bitteren Nachgeschmack mit sich gebracht, oder? Naja, applaudier du nur. Hoch lebe der Sieger! Danke, danke. Ein kleiner bitterer Nachgeschmack. Bevor wir jetzt, wie angekündigt, in Richtung hier vom Basilisken aus Süden aufbrechen, würde ich gerne hier diesen Winkel erkunden. Es ist zu viel, es ist einfach so viel. Es ist der Wahnsinn. Es ist nicht zu viel, um Gottes Willen, aber es ist so atemberaubend. Wir reiten einfach mal hier lang. Einfach einmal hier lang und hier auf dieser Insel war ja auch noch eine Aufgabe. Wir behalten immer noch im Hinterkopf, wir sollen Regis hier auf dem Friedhof treffen, uns davon überzeugen zu lassen, dass, ja, der gute Vampir, das Biest, kein schlechter ist, sondern bloß ein moralischer Vertreter oder so ähnlich. Aber bevor wir das machen, tut mir leid, möchte ich zumindest ein paar Orte entdecken. Und damit endet das große Turnier von Toussaint. Guillaume hat letztlich verloren, oder? Auf eine tragische Art und Weise und ich laufe in eine ganz falsche Richtung. Aber okay, wir sehen es einfach so. Vivienne lebt ihr Leben, wie sie es unbedingt möchte. Und Guillaume konnte ihr auf jeden Fall helfen. Entschuldigung. Ach Mann. Hoch lebe der Sieger. Wir werden das Schloss natürlich auch noch erkunden, keine Frage. Oder den Palast. Das Schloss, den Palast, das ist schon ein Schloss, oder? Doch zunächst einmal die Orte, die da hinten noch verborgen liegen. Autsch. Wildschwein und Panther, das ist nicht fair. Okay, Wildschweine, auch neue Gegner der Erweiterung. Interessant. Ach, Mann, oh Mann.
Also hat Guillaume am Ende doch nicht seine Liebe bekommen. Ich habe übrigens gesehen, dass sowohl der Schmiedetisch als auch unser Schleifstein fertig sind, aber dafür möchte ich nicht zum Weingut zurückkehren. Wir haben hier erstmal neue Orte, die wir entdecken können, die ich auch entdecken möchte vor allen Dingen. Und das machen wir auch. Und wie schön ja diese große freie Wiese ist, oder? Und die Kulisse. Eingang. Aha. Was haben wir denn hier? Okay. Knochen. Menschlich. Leer. Das Mark ist ausgesaugt worden. Das klingt aber gar nicht gut. Oh oh. Halt, Meister. Da drin lauert ein Monster. Ganz recht, ich weiß. Deswegen will ich ja... Psst, leise. Sonst hört es dich. Komm, ich hab mein Lager in der Nähe. Lass uns dort reden. Es steckt vermutlich mehr hinter dieser Höhle, als ich dachte. Wie nennt man dich? Und was führst du im Wappen? Ravix von Wirhorn. Gerald einfach Gerald. Nein, wir sind Gerald von Riva. Und ist dein Bart schon wieder gewachsen? Also Gerald. Gerald von Riva. Im Wappen die Brücke. Sei gegrüßt. François Le Joff nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich... Für wahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. 2 Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich, aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Ich muss schon sagen, toll, dass wir zufällig über die Aufgaben stolpern. Das zeigt, dass wir die Welt sehr gründlich erkunden. Ja, kann ich helfen? Du brauchst nicht zufällig Hilfe, nein? Ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie... deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel selbst getötet taucht darin nicht wörtlich auf. Da hast du eigentlich recht. So lass uns Seite an Seite gegen den Unhold ziehen. Für die Ehre! Warum habe ich das Gefühl, dass wir das nicht Seite an Seite tun werden? Hilf François, Grottore zu besiegen. Boah, die Weitsicht, seht mal. Oh, Lebensanzeigen, Lebensbalken. Warte, boah, die Weitsicht. Boah, ist das schön, warte. Du Verrückter. Doch nicht alleine. Oh Gott. Doch ich will ihm das Haupt abschlagen. Wir müssen ihn erstmal töten. Seltsam. Keine Spur vom Grottore. Vielleicht sollten wir umkehren? Wenn kein Monster da ist, ist keins da. Höchst bedauerlich. Aber was will man machen? Nicht so schnell. Sehen wir uns erstmal um. Finde Grottore mit Hilfe deiner Hexersinne. Boah, ich habe mich so erschrocken, als der vorgelaufen ist. Wisst ihr das? Ich habe mich richtig erschrocken. Zu Hause ist es am schönsten. Ja, hoffentlich auch, wenn das ganze Haus ausgebaut ist. Ich freue mich schon. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Beeindruckend. Fast wie im Wintergarten. Vielleicht mag der Grottore ja Blumen. Eine Babywiege? Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Naja, Gerald, du hast schon sehr viele seltsame Sachen gesehen. Oh Mann, was ist das denn? Tatsächlich.
Blutmoos und hier haben wir noch rohes Kupfererz. Okay, wie geht es weiter? Rotore. Und so erledigen wir Stück für Stück die Nebenaufgaben. Ist doch klasse, oder? Oh, seht mal. Knochen. Kleiner Schädel. Fontanelle ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Ach du Schande. Jetzt ist alles klar. Es muss ein Waldteufel sein. Anscheinend ist er gerade auf Jagd. Ich muss ihn anlocken. Genau, an die Arbeit. So, ich muss mir immer aufschreiben, wann Störgeräusche ertönen, damit ich euch diese ersparen kann. Wir speichern nochmal. Nein, ich habe keine Angst. Füße kalt wie Eis. Tolle Aufgabe. Vom Titel her. Da sind übrigens Gewindkarten auf dem Boden. Seht mal. Bimskrams, Werkzeug. Das muss Grottore seinen Opfern abgenommen haben. Für wahr, für wahr. Lies im Bestrarium den Eintrag über Grottore. Nichts lieber als das. Grottore. Es war so, ich war im Wald und da ging ein Platzregen runter. Ich dachte mir, ich suche mir lieber einen Unterschlupf, als mir in meinem Alter eine Erkältung einzufangen. Also kroch ich in eine Höhle und da brüllte mich plötzlich irgendwas an. Ich rannte so schnell davon, dass der Wind meinen Mantel getrocknet hatte, als ich zu Hause ankam. Okay. Niemand weiß, wie man... seit wann der Waldteufel, den man Grottore nennt, am Fuße der Gorgo lebt. Eigentlich bevorzugen Waldteufel die abgelegensten und tiefsten Wälder. In Höhlen findet man sie selten. Aber Grottore schien Gefallen an seiner namensgebenden Grotte gefunden zu haben. Das Monster war unter den Rittern Beauclairs recht bekannt und wurde als potenzielle Ruhmquelle besonderen Ranges gehandelt. Allerdings war keiner von ihnen allzu scharf darauf, die Beste im Kampf zu stellen. Niemand außer dem jungen Ritter François. Reliktöl und Igni. Haben wir Reliktöl im Inventar? Zumal ihr wisst ja, ich arbeite nicht viel mit Ölen. Ich verlasse mich mal auf unsere Schwertkunst. Lockere Grottore vor, indem du die Pflanze mit dem Igni-Zeichen in Brand. Seinen schönen Wintergarten hier. Oh oh. Das war richtiger Quatsch gerade. Und zwar alles, wirklich alles war Blödsinn, weil, erstens wollte ich die ganze Zeit die Fackel entfernen. Ich wollte die ganze Zeit die Fackel weglegen, stattdessen habe ich dann das Schwert weggesteckt und so weiter und so fort. Das ist wirklich so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Das war jetzt gerade ein steuertechnisches Problem. Wie gesagt, ich wollte die Fackel weglegen, stattdessen hat er dann das Schwert weggesteckt und dann hatte ich die Fäuste und ich habe auch aus Versehen statt, die Schwalbe, ich wollte einen Trank trinken, ja, aber dann habe ich aus Versehen zu spät auf Brot gewechselt und, also. Da ist gerade die Steuerung ein wenig bei mir zusammengebrochen, also ich habe die Steuerung nicht mehr wirklich beherrscht.
Ich habe Geralt außer Kontrolle gelassen. Grotore ist also ein ganz, 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 ganz alter Waldbewohner, der sich hier in eine Grotte verirrt hat. Okay. Wie traurig, oder? Dass wir die ganzen Blumen anzünden müssen, um den hervorzulocken. Ich denke mal, anständig geplant ist das Ganze gar nicht so schwierig. Vor allen Dingen, wenn ich vorher die Fackel wegstecke. Das war eigentlich das größte Problem. Heißt, erst die Fackel wegstecken, dann den Kampf provozieren. Beziehungsweise direkt am Anfang die Fackel wegstecken. Okay, wir müssen ganz kurz die anderen Heiltränke ausrüsten. Ich hoffe, wir sterben nicht an Vergiftungen. Ja, der Schaden ist doch heftig. Also, wir hätten theoretisch auch Öl gut einsetzen können. Muss ich abschließend sagen. Öle, Tränke. Hier ist auch super, oder? Immunität gegen Gifte. Oh wei, oh wei. Grotore ist ganz schön stark. Naja, gut. Jetzt schaffen wir es. Ich bleib mal ganz zuversichtlich. Problem ist wirklich nur, dass er einerseits sehr viel Schaden macht und vor allen Dingen, dass wir ebenfalls auch noch die giftigen Gegner vor uns haben. Das heißt, wir kämpfen eigentlich gegen 3, 4 Gegner auf einmal und das ist dann natürlich recht problematisch. Vor allen Dingen, weil Grotore alleine schon ganz schön viel Schaden macht. Aber ich denke mal, das schaffen wir. Ein etwas zäherer Gegner, aber... Ich denke mal, es ist auch eine Aufgabe, die schon für etwas höhere Ränge ist. Die Frage ist, inwiefern wir vielleicht wirklich mit verschiedenen, ja, vor allen Dingen Tränken arbeiten sollten. Und auch mit Ölen vielleicht. Mein erster Gedanke ist eigentlich auf jeden Fall die Immunität gegen Gifte. Als grundsätzliche Fähigkeit vorauszusetzen und dann mal weitersehen. Ich weiß ja nicht. Er war schon sehr, sehr stark. Sieht doch schon sehr böse aus, oder? So. Reliktöl.
Ach, wäre das Kampf ist nicht erlaubt. Okay. Okay, dann machen wir es anders. Immunität gegen Gifte, wo ist es denn? Hier. Oh Mann, wir haben es geschafft. Ja, es war ein schwerer Kampf, durchaus. Also, der Grottore, ja, Respekt. Meiner Treu, war das ein zähes Vieh? Ich bin dankbar, Hexer. Du hast mir sehr geholfen. Ja, man tut, was man kann. Ja, aber warum musstest du dir ausgerechnet so ein Riesenmonster aussuchen? Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht? Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Warum? Also, die Grässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Du errötest, Herr Ritter. Es ist meine Verlobte. Sie hat es so eilig mit der Hochzeit. Wir kennen uns doch erst 2 Jahre. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie, das kann Monate dauern. Mhm. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Das stimmt allerdings. Erstmal 2 Wochen vorbereiten. Ja. Auf zurück nach Beauclair, oder? Wird Zeit, dass du nach Beauclair zurückkehrst, tapferer Ritter. Nein, nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend, als Ausdruck der Liebe, die ich für meine Verlobte fühle. Die Welt wartet. Zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie erlegen. Ganz ehrlich? Ja, aber Moment, wenn du die Trophäe nicht willst, dann nehme ich die. Oder? Nein, komm, nimm den Kopf und bring ihn nach Beauclair, sonst bringst du dich auf jeden Fall noch selbst um. Wir haben genug Trophäen, ehrlich. Ein Rat, nimm den verdammten Kopf und hör auf mit dem Mist. Du verstehst nicht. Wenn ich zurückkehre, habe ich keine Entschuldigung mehr. Sie wird mich vor den nächstbesten Schrei zerren. Halt die Klappe und hör zu. Wappen, Schrottrüstungen und schwärmerische Verlobte, das hat alles nichts mit Monsterjagd zu tun. Die ist verdammt harte Arbeit, gefährlich und undankbar obendrein. Dafür bist du nicht geschaffen. Du willst deine Tapferkeit beweisen? Geh zu deiner Verlobten und sei ehrlich. Sag ihr, dass du noch nicht bereit für eine Hochzeit bist. Du nimmst kein Blatt vor dem Mund, Meister. In Toussaint wird schon für kleinere Schmähungen Satisfaktion verlangt. Doch kann ich nicht leugnen,
dass in deinen Worten Wahrheit liegt. Ich habe nur um ein Haar überlebt und es ist Zeit. Ich sollte nach Hause zurückkehren. Für wahr, kehre zu François' Geliebter zurück. Heilige Schande, was für ein Kampf. Mutagen. Oh, seht mal. Fenaet. Das größte Problem war wirklich die ganze Zeit die Fackel, die mich total irritiert hat, weil ich die in der Hand hatte. Hier hat er sich also versteckt, ja. Oh Mann, Mann. Goldklumpen, danke. Blutmus haben wir genug inzwischen. Ja, es war mal wieder eine geniale Aufgabe, oder? Eine schicke Monsterjacke auf jeden Fall. Ah, okay, die Höhle führt im Kreis sozusagen. Okay, wir sollen zur Geliebten zurückkehren. Ist das schick hier. Ja, gerne. Das wäre da direkt bei der Nilfgaardischen Botschaft. Aber ich würde eigentlich jetzt dann doch gerne meiner selbstgesetzten Markierung folgen. Das machen wir auch. Zur Geliebten zurück können wir später immer noch. Vielleicht sollten wir François erstmal die Möglichkeit bieten, ja, eigene Konsequenzen zu ziehen. Und das war jetzt wirklich ungeplant. Und wir haben einfach so die Höhle gefunden. Ich sage ja, das beweist, dass wir uns auf jeden Fall ordentlich umsehen. Hier war François' Lager. Langsam. Aber sowas ist mir auch extrem wichtig. Dass wir nicht bloß irgendwelche Markierungen folgen und dann die Aufgaben bearbeiten. Nein. Das sind Ritterhandschuhe. Sondern wirklich auch frei erkunden und bei diesen Erkundungen auch Entdeckungen machen. Aufnehmen. Brief von Jacquette an François. Brief von François an Jacquette. Okay. Liebster François, es ist bereits eine Woche vergangen, seit meine Augen dein schönes Gesicht zuletzt gesehen haben, Liebster. Ich weiß, dass dich wichtige Ritterangelegenheiten der Ferne halten, aber wie schaffst du es, die schreckliche Qual unserer Trennung zu ertragen? Mama fragt jeden Tag, wann du uns das nächste Mal besuchen kommst. Und Papa sagt, er könnte es kaum erwarten, dass du auf den Knien um meine Hand anhältst. Ich erkläre ihm, wie sehr beschäftigt du bist, aber in Wahrheit wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du vor mir kniest und ich endlich Ja sagen kann. Tausendmal Ja. Für immer in Liebe, Jacquette. Liebe Jacquette, ich habe sehr, sehr viel nachgedacht und endlich weiß ich es. Dich wirklich zu verdienen, muss ich erst beweisen, dass mir die Ehre gebührt, deine Hand zu gewinnen. Du sollst wissen, dass ich den Ritterschwur geleistet habe, nicht eher zu ruhen, bis ich dir den Kopf von Grotore, dem fürchterlichen Monster, das noch nie besiegt wurde, auf einem Silbertablett serviere. Suche bitte nicht nach mir, sondern erwarte meine Rückkehr als ruhmreicher Monsterschlechter. Hochachtungsvoll, dein François. Die haben ja Probleme, Tissa. Plötzlich nicht fressen. Sonst wirst du noch übergewichtig. Los, lauf! So, wir wollen zu unserer individuellen Markierung reiten. Und herausfinden, was sich hier im Gebirge für Orte verbergen. Boah, über die Brücke sind wir gut rübergekommen. Ich habe keine Ahnung, ob das hier ein kluger Weg ist, aber ich folge unserem grünen Punkt auf der Karte. Ist das hier die Gorgo? Der Berg, das Gebirge? Langsamer. Rosenbaumhügel. Langsam. Oh, da ist der Palast. Da haben wir noch so viel zu entdecken, da unten die Windmühlen, da kommt man überall hin. Das ist alles erreichbar. Halt! Ach Mann, oh Mann.
Der Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. So. Wir folgen weiter hier dem Weg, auch wenn da hinten interessante Zelte stehen. Was haben wir denn hier? Aufträge von Winzern. Halt! Schreiber, hallo? Hallo. Ja, hallo. Wasserflasche, Erdbeeren, Himbeeren, Kartoffeln, Rüstungsreparatursets und so weiter hallo? Und so fort. Gehilfe. Arbeiter. Ein Eingang. Lass mich raten, hier wartet eine neue Aufgabe auf uns. Tussauds Ritter Turnierstiefel. Na hallo, Weinhändler.